Hola, die Waldfee. Also, ich muss schon sagen, Fotos tut mir echt leid. Der denkt sich wahrscheinlich echt nur so, Alter, was hat die Alte jetzt? Warum schreit die die ganze Zeit? Also, wenn ihr irgendwo mal wollt, dass ich das nochmal spiele, vergesst es. Das spiele ich einmal und dann nie wieder. Oh, Hilfe. Nee, das klappt gerade nicht. Hallo Raven. Einen wunderschönen guten Abend dir. Wie geht's dir? Alles gut? Ah, schön. Angst. Nicht wundern, Raven. Raven, wir machen gerade eine kurze Pause. Wir müssen uns beide erstmal kurz ein bisschen akklimatisieren, sag ich mal. Eieiei. Wenn ich Dark Pictures sehe, dann muss ich sofort hier erscheinen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind gerade begeistert dabei, dieses Spiel zu spielen. Oh. Hui. Ich finde das Spiel lustig. Ja, weil du es selber nicht spielen musst, Hybrid. Weil du es selber nicht spielen musst. Deswegen. Deswegen findest du es toll. Ich habe schon dreimal durch. Boah. Also ich noch nicht einmal. Ich habe es tatsächlich noch nicht einmal durch. Aber ich finde es furchtbar. Ich finde das Spiel einfach nur furchtbar. So, ich bin zwar so wieder da, aber ich brauche noch einen kurzen Moment, bitte. Lass dir Zeit, bitte. Lass dir Zeit. Ich bin auch noch nicht so. Ich bin wenigstens soweit. Lass die Zeit, lass die Zeit. Ich bin völlig fertig. Ich bin echt einfach nur fertig. Wir schaffen das schon. Irgendwie. Ist doch ein beruhigendes Spiel. Selber. Ja, jetzt werde ich wieder mehr sehr abgeschlossen. Ja. Ich habe echt abgeschlossen. Ich bin völlig groggy. Das klappt gerade nicht mit den Jumpscares, Leute. Aber trotzdem danke für die 25 Bits, aber es klappt gerade nicht. Ich bin gerade völlig. Pui. Ich bin völlig fertig gerade. Wenn ich im Spiel bin, klappt's wieder. Im Spiel. Hebt euch die Jumpscares fürs Spiel auf. Schade, 25 Bits sind sonst raus von hier. Gott sei Dank, bei mir Oh. funktioniert das nicht mit den mit Jumpscares und so. Ich bin dein Jumpscare. Hello again. Oh, Tote Taube. Maximum bei Alex und Julias Beziehung erreicht. Was? Maximum bei Brads und Alex. Be ja, ich gucke mir gerade die Errungenschaften an. Bei Brads und Alex Beziehung erreicht. Wer denn? Du hast gut, das Foto, das nicht mehr wach ist. Nicht, dass er auf einem hinterher da steht, weil ich glaube,
Deine Faust im Bauch oder im Gesicht? Ja, ich glaube auch. Das wäre das Ende der Beziehung. Einmal ein Faustdieb, der gesessen hat. So, So. zack. Nein, das stimmt nicht, aber. Ei, Ich bin ei, gleich so ei. weit. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Sei nicht so weit. Müsste meine Schwester dazu nötigen, dass sie den ersten Terraria spielt, aber jetzt lebt sie die Spielreihe. Nein, das wird bei mir nicht passieren. Ja, das auch. So. Vorschuss geht auf die Knie und macht Adai noch einen Antrag on Stream. Ich glaube, das findet er nicht so witzig. Ich glaube, das fände er da nicht so witzig. Hoch. Das war das Falsche. Oh, ich habe die 10 Follower schon erreicht. Ich habe schon 11. Boah. Ja. Nein, das wollte ich gerade nicht machen. Papa. Was denn? Ich habe Angst. Wovor? Das weißt du genau. Hybrid, schreib mal bitte was bei mir im Chat. Papa. Ich liebe dich auch. Arschi. Ich muss ja vorsorgen. Dankeschön. In Glocken, okay. Raven will die Glocken sehen. Was? Hier. Nee, ich hab keine. Da musst du Frisches wecken, dass der die Glocken reinhält in die Kamera. Ach nee, die Glöckchen vielleicht. Ja, die Glöckchen. So, warte. Ich muss sie aber kurz aufsetzen, die Glöckchen. Ja, auf Sekten. Sekt mal auf. Sag die einfach Arschi zu mir. Tja. Weißt du, was mir vorm Stream heute eigentlich aufgefallen ist? Zwecks Audioton und so. Was? Wer muss mal? Ich sag, weißt du, was mir vorm Stream aufgefallen ist? Was denn? Wegen hier Mikrofon und Audioton. Mhm. Was Da war denn? mein Mikro gar nicht eingestellt. Da stand Standardgerät und da war gar nicht eingestellt das von meinem Headset. Weil ich da noch mal geguckt hatte beim Zahnrädchen. Aber Max sagt, der Ton passt. Weil ich habe dann auch noch mal über die Einstellung, wo wir gestern waren, da noch mal ein bisschen wieder was runtergeschraubt. Dann noch mal zusätzlich. Ich denke so, scheiße, war ja gar nicht eingestellt. Weil das fiel mir auf, ich hatte mein Headset hier liegen. Das war Ja, noch wobei gar es nicht stand an in. und die Leiste unten schlug aus. Ich denke, wieso schlägt denn die Leiste aus? Mein Mikrofon ist da noch gar nicht an. Ja, gut. Ja, gut. Huch. So, wie Oh sieht's Mann, habe ich aus? denn. Ja, ganz schlecht, ne? Ganz Aha. schlecht sieht's aus. Ja, dachte ich mir. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Verstehe gar nicht warum. Nicht? Oh, ich muss nachher die andere Büchse Tabak aufmachen.
Der Hilfe reicht schon gar Weil nicht mehr. ich wahrscheinlich einfach gleich mal so richtig üble Szenen kriege. Ich habe ganz so ungutes Gefühl. Ja, wir müssen Das ist jetzt auch nicht aber so. bald so weit sein, was du jetzt noch nicht gespielt hast. Ja, da bin ich ja schon. Du auch. Ach, deswegen Du. kenne ich das gerade nicht. Gut. Ja. Oh, Scheiße. Ich kenn weder das, wo ich jetzt bin, noch das, wo du gerade bist. Also wir sind schon über die Stelle hinaus. Ja, und das innerhalb von 3 Stunden. Also genau die Zeit, die du ja damals eigentlich, aber du hattest mehr Pausen gemacht damals, ne? Ich hatte mehr Pausen, beziehungsweise, wie gesagt, ich habe ja beide Geschichten gespielt. Ja. Also alleine dauert es länger, weil ich ja deine und meine Story spiele, als wenn wir zu zweit spielen. Dann ist es die Hälfte der Zeit. Ungefähr. Wir quatschen halt jetzt gerade nur länger. Oh, okay, so. Einmal wieder auf die Mod-Ansicht. Hä, wieso Spiel. Weihnachten ist erst Okay. noch? Den verstehe ich gerade nicht. Wegen den Wegen der Glocken. Glöck. Ach so, ah. Okay. Also, ich bin nicht bereit für das, was kommt. Ich habe ein komisches Standbild. Ach, da ist er. Ein komisches Standbild. Oh, eine nackte Puppe. Hey, Püppchen. Eine nackte Puppe, mit der ich nichts machen will. Okay, ich kann mit der nicht interagieren. Tanzst du jetzt mit der Puppe oder was? Messer. Oh, Messer. Aua. Verschwinde. Skelette. Skelette. Skelette? Wo ist eure irgendeine Meinungsverschiedenheit? Füllung. Pralinen werden nicht mit Lauch gefüllt. Der ist gut. Oh, der ist echt gut. Okay, ich mute mich einmal vorsichtshalber. Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Nee, von da bin ich gekommen. Gott, das war ganz schön schwer zu lesen. Warte mal kurz. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Können wir das länger machen? Nein, ich musste wieder umstellen. Ich war noch auf Privatnachrichten im Discord. Muss jetzt wieder umstellen, damit ich unseren Channel sehe, damit ich sehe, wann du dich mutest. Ich denke, warum Okay. kam denn nichts mehr? Ah, ja.
Aber ich bin überrascht, ne? Bei mir ist immer noch der grüne Punkt, maximal 3% Auslastung bloß. Das ist gut. Ausgelassene Frames steht immer noch 0 von Schieß mich tot. Ja, dafür spackt mein Internet gerade wieder rum. Beziehungsweise ich habe nicht gemerkt, dass es gespackt hat. Ist auch gut. Weil scheinbar ist es eben wieder runtergegangen mit den Frames und jetzt bin ich aber wieder bei 3400. Also bei der Hälfte von dem, was ich eigentlich habe. Passt. Es passt. Jetzt muss ich aber erstmal das. Das. Oh, schon wieder so einer, ja. Yep, wieder so einer. Wieder ein ganz witziger Fuchs. War neulich im Stream, da waren drei hintereinander. Und dann hat die noch so eine Follow-Bomb drin gehabt. Yep. Alex? Kenn ich, Maria? fühle ich. Oh, what the fuck? Oh, essen wir jetzt? Ah, Mist, hier sehe ich den Stream gerade gar nicht. Ah, doch, ich sehe. Ja, doch, ich sehe den Stream. Oh mein Gott, da steht jemand. Ach du heilige Fäkalie. Da ist jemand. Okay, das gibt doch. Das riecht nach Quick-Damn-Events. Der hat einen Stab. Ein Steckenstab. Ey, der hat einen Kopfpost, was Tüten. macht er da? Haha. Haha. Musst du auch gerade kämpfen? Wuhu. Oh, wo kommt die alle her? Jetzt habe ich 3, 4, 1000. 4000. Oh, jetzt hat er den Schraubenschlüssel fallen lassen. What the frick, ey? Mappa ist Julia. Och nö. Wir sind jetzt zusammen, hä? Ja, Gott oh sei Dank. geil, wir sind zusammen. Bei uns ist was. Wer? Ach, das Arschloch. Jo. Naja, tauchen können sie ja, ist nicht schlimm. Oh. Ich glaube, du bist woanders wie ich. Ja, ich bin oben. Ich bin im Flugzeug. Wow. Ja. Mist. Ey, das war die richtige Taste. What the fuck, das war eben die richtige Taste. Ich habe auf A gedrückt. Aber es ist halt scheiße, wenn mir immer angezeigt wird, dass ich S oder Y oder so drücken muss, was ich aber gar nicht drücken kann, weil, ne? Tastatur. Die Frage ist, sind wir jetzt zusammen oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Scheiße! Das hat nicht geklappt. Hacke! Ich bin zu langsam! Komm schon! Bin einfach zu langsam beim Klicken. Ich bin gerade nur verwirrt. Boah. Alex hat versucht, Alex umzubringen. Das komische Viech hat versucht, dich umzubringen, also Julia. Bist du okay?
Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Hä? Er ist noch da, dieser Typ. Mist! Da sind ganz viele. Mhm. Komm schon! Weg hier! Papa? Gänsehaut. Ich habe Angst. Ich habe gerade ganz große Angst. Ich sterbe, ey. Ich sterbe einfach ihr nur. Ihr würdet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Oh, Conrad, wir leben noch. Ich meine, die ist lustig, echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht rausgeben, aber das... Einmal Nervenkäse reinhauen. Die, die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt, dann bin ich dabei. Hm? Was war das für eine ekelhafte Alte? Das bin ich? Warum rennst du von mir weg? Weißt du, wie du eben ausgesehen hast? Wie so ein Pin-Up-Girl in der... so mit blonden Locken und so ein Käse, alles so. Boah, lecker Käse. Ich muss die anderen... Ja, meiner war schlecht. Na toll, jetzt bin ich wieder alleine. Ja, was soll ich denn sagen? Ich höre Schreie. Das ist viel schlimmer. Musik. Ich auch. Was ist das? Wasseraufbereitungsanlage. Mit Feldnotizen von Warrant Officer Knight. Ich habe wieder ein Geheimnis gefunden. Ich auch. Spiel nicht mehr Wasseraufbereitung? Mit. Der nationale Frachtbrief. Versender geheim. Verfrachter US Army. Verladen geheim. Empfänger T-Polo Hicks. Ursprung Wasseraufbereitungsanlage. Mandschurei. Verladehafen. Harbor Market. Port Mandschurie. Südchinesisches Meer. Entladehafen. Barnard Point. Held Fracht Mandschurie Gold. Menge unbekannt. Gewicht unbekannt. Wert geheim. Der Empfänger bestätigt, dass die erhaltene Ware inspiziert und für den Transport zum angegebenen Entladehafen sicher befunden wurde. Die Fracht ist keine Schmuggelware und darf nach den Gesetzen des Empfängerlandes dort offiziell eingeführt werden. Sämtliche Fracht wird korrekt verstaut, gekennzeichnet, sowohl gemäß den Sicherheitsbestimmungen des Transportschiffs als auch wie in den Frachtunterlagen für das Schiff laut internationalem Frachtgesetz festgehalten. Der Schriftname des Empfängers. Ja. Okay. Warte. Ich hoffe, das Spiel ist mir durch. Psst. Hm? Nur intern. Mission. Mann über Bord. Voller Stopp. Anker werfen. Um 1:28 erhielt ich die Nachricht, Mann über Bord. Informieren Sie alle Einheiten unter Ihrem Befehl und bereiten Sie eine Such- und Bergungsmission vor. William P. Ford. Okay. Okay. Ich untersuche hier jetzt lauter... Kabinen. Und die Vorahnung, die ich gefunden habe, gefällt mir nicht. ich versuche das aber auf den Akku nicht da. Der leer war. Also, alles gut, Markus. Alles gut. Internes Memo. 14. Armeedivision. An alle Offiziere. Captain Ford hat den Befehl ausgegeben, dass der Konsum von Alkohol während dieser Reise streng verboten ist. Jeden Offizier, der im oder außer Dienst Alkohol trinkt, erwartet das Kriegsgericht. Eure Alkoholrationen werden nachträglich ausgegeben. William P. Ford. Ich trinke trotzdem. Ja, Prost. Ich trinke, also bin ich. Ich trinke Uso. Und du so? Nein, ich habe kein Uso hier. Ich trinke du so. Was machst du so? Hm? Ich trinke Uso, was machst du so? So geht's. Er ist so voll verkackt. So nach dem Wort, hey, ja, ich kann's. Und dann, ich kann's auch nicht. Alter,
Kuh. Er kennt sich da besser aus. Gerade Private Nabar, er geht 5 unzensiert. Sie, die. Sein dürfte man das Spiel streamen. Ich weiß es nicht. Ich meine, man darf es nicht. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich habe aber mal gehört bzw. gelesen, dass wenn das Symbol zu sehen ist, dass man es nicht darf. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass man es darf. Ja, aber so wie bei Wolfenstein, was ja auch gestreamt wird, sind die Nazi-Symbole ja auch. Ja, sind die nicht umgeändert? Aber ich glaube nicht überall. Oder sind sie nur bei der unzensierten normal und bei der normalen geändert? Ich bin der Meinung, ich habe schon einige Spiele gesehen, wo die zu sehen waren. Es gibt ja, also es ist geteilter Meinung, also ich würde es tatsächlich nicht machen. Kannst ja Katzen drüberlegen. Ja, stimmt. Aber na gut, wie würdest du der Katze drüberlegen? Im Nachhinein kannst du Katzen drüberlegen. Oder es kann auch sein, dass man es darf. Man darf halt nur kein VOD von haben. Das kann auch sein. Dass man es halt nicht als VOD speichern darf. Wenn man es ja nachträglich sehen könnte. Oder kann. Okay, ich will gehen. Kann auch. Also, dass man es halt einfach nur nicht haben darf. Auf dem Ding. Oh, Wasser. Wie Wolfenstein unzensiert darfst du, glaube ich, nicht streamen. Also wie gesagt, Wolfenstein darf ich, meine ich, darfst du nur spielen, wenn es zensiert ist. Ah, ich weiß es nicht genau. Ich halt auch nicht. Ich muss mich damit sowas nicht. Ja. Ich brauchte mich damit ja nie auseinandersetzen. Ich brauche mich damit auch nicht auseinandersetzen, weil ich solche Spiele halt einfach nicht spiele. Also Wolfenstein habe ich zwar ein Teil oder zwei, würde ich aber halt nicht streamen, weil es ist halt überhaupt nicht mein Spiel. Ich habe es halt, glaube ich, geschenkt gekriegt irgendwann. Und das würde ich halt eher für mich privat spielen. Oh, schon wieder einen Schrank aufmachen. Na toll, die Flasche Schnaps ist leer. Ich muss lesen. Vorfallsdetails, Fortsetzung umseitig. Um ca. 2030. Das Wort Taten folgen, hat er es wohl nicht so. 2030. Hat Private. Ach, zwei. Nee, warte. 20. Nee, doch, wie liest man diese Zahlen? 2000? Nee, 20. Doch, nee, 2030. 2030. Nee. 2030, oh Gott. Warum haben die nicht eine normale Uhrzeit? 2030. Das klingt scheiße. Hat Private Paris mich informiert, dass Private Miller im Besitz eines verbotenen Objekts ist. Um ca. 2200, wie auch immer. Am selben Abend stellte ich Private Miller zur Rede, der mir einen Stoffbeutel mit verzierten Wildstein zeigte. Dieser hatte Private Miller von einem Händler am Hafen von Port Manchuria gekauft. Informierte Private Miller, dass ich die Steine konfiszieren müsste. Miller protestierte, erzählte etwas von sentimentalem Wert und behauptete, dass große Unglück über ihn käme, wenn er sich verlierte. Wenn er sich verlierte. Wenn er mich damals voll machen, ja. Also wie gesagt, ich meine, wie es in den Richtlinien, also die Stream-Richtlinien sind ja sowieso alle unterschiedlich. In Deutschland gelten ja andere als woanders. Und ich meine, in Deutschland darfst du halt allgemein, das Symbol darf offiziell nicht sichtbar sein. Du darfst es nicht zeichnen und du darfst es eigentlich nicht sehen, weil es halt verboten ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du es auch nicht streamen darfst. Weil es ist halt verboten. Wenn es zensiert ist, dann ja, dann darfst du doch bestimmt streamen. Gut, ich sag jetzt mal, wo kein Richter da, kein Henker, weil nicht jeder jeden Stream halt begutachtet.
So viel dazu. Und wenn du kein VOD hast, gibt es sowieso keine Zeugen. Wenn du ein VOD hast, kann Twitch dir jederzeit sagen, hier ist nicht. Deshalb, wenn man spielt, würde ich halt kein VOD von haben. Aber ich würde es halt allgemein nicht machen, weil, wie gesagt, wenn man die Symbole sieht... Wenn du es privat streamst, also bei Discord oder sowas, ist es das eine. Wenn du es aber öffentlich streamst, wo es jeder sehen kann, ist es, glaube ich, das andere. Weil es gibt halt auch gewisse Spiele, ne, wo es wahrscheinlich heißt, nein, ist nicht. Egal, ob es andere machen oder nicht. Die anderen haben dann halt einfach Glück. Das ist genauso wie viele, viele Streamer lizenzierte Musik haben und keiner davon hat die Rechte, die Musik zu spielen. Keiner. Zumindest nicht von den kleinen Streamern. Es lassen sie trotzdem laufen. Die meisten werden nicht erwischt. Ist aber trotzdem verboten. Also, ne? Ist ein Struggle. Man kann es machen, ob man es sollte, ist die andere. Also ich bin bei sowas ganz, ganz vorsichtig. Aber da ich sowas halt nicht spiele, brauche ich da mich nicht großartig mit befassen. Ich glaube, außer das eine Wolfenstein, was ich habe... man muss die deutsche Version nehmen. Ja, ja, das meine ich. Die deutsche ist ja... Die deutsche ist ja zensiert. Die deutsche Version ist zensiert. Das heißt, da siehst du ja die Symbole nicht. Das meine ich ja. Und die unzensierte ist ja die, wo man die Symbole sieht. Verstehst? Ja, das meine ich doch! Sag mal, rede ich Chinesisch? Das sag ich doch. Die zensierte darfst du streamen. Definitiv, weil da siehst du das ja nicht. Die unzensierte darfst du wahrscheinlich nicht. Hilfe. Was ist los? Irgendwas ist gerade passiert, während ich einfach nur rumstand. Deswegen habe ich schnell auf Pause gedrückt. Ja, sonst bleibt die doch einfach nur stehen. Und jetzt, was ist da passiert? Oh. Bin eh gefährdet wegen meinem Pause-Screen. Wir modellieren. Dann lasse ich das erstmal, bis ich es so 100% als ja ist besser. Es gibt auch keine unzensierte. Es gibt mindestens von einem Wolfenstein zum Beispiel gibt es auf jeden Fall so unzensierte. Aber von Sniper Elite weiß ich es halt nicht. Aber wir reden ja gerade auch von Wolfenstein, dass es da eine unzensierte gibt. Zumindest dachte ich, dass wir von Wolfenstein reden. Das Kind in anderen Spielmann weiß ich. Die Rede war aber halt, ne, dass Wolfenstein unzensiert ist. Von Sniper Elite, ja gut. Und wenn es da keine unzensierte gibt, würde ich es halt lassen. Oder halt bei Twitch selbst nachfragen. Deswegen, ich weiß, dass von Sniper Elite geredet wird. Aber das Thema war ja gerade bei Wolfenstein, wie gesagt. Ne? Also, ist logisch. So. Ich habe Angst. Irgendwas passiert jetzt. Ah, das ist, weil du was gemacht hast. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, irgendwas hast du gemacht. Weil du bist plötzlich aufgetaucht. Ja, und bei mir steht schon wieder dieses Pin-Up-Girl. Ja, bin aber nur ich. Oh, ich bin gestolpert. Warte, zu langsam. ich habe dich gerade in deinem Film gesehen. Ich habe das Gefühl, wir reden im Chat gerade alle so ein bisschen nebeneinander her. Wenn du mir jetzt die Treppe unter... Wenn du irgendwas jetzt machst und stirbst, ne? Was wäre? What the fuck? Die Taschenlampe ist geschwebt! Ach du. Das ist unfair, ich habe die Taste gedrückt. Sogar rechtzeitig. Also jetzt wird's hart. Die Alte wird immer hässlicher. Das bin doch nur ich. Doch, du stirbst gleich. Wieso bringst du mich um?
Weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass du nicht lange mehr machst, so wie du da gerade abgehst. Ich meine, ich sehe keine gruseligen Dinge. Nur du. Ach, das ist ja auch Conrad. Soll das denn heißen? Na gut, der sieht eine hübsche bzw. nicht hübsche Frau. Wo kriegt die Quicktime-Events mein? Das ist ja ein Wunder. Irgendwie tut mir meine Schulter weh. Ich glaube, ich erschrecke mich gleich. Raven! Miau! Wie kann die eigentlich die ganze Zeit da barfuß rumlaufen? Warum läufst du denn schon wieder von mir weg? Weil es kann. Oh. Mann, bist du anhänglich. Ich weiß. Ich stehe halt auf dich. Oh. Da fahren wir schon wieder! Das ist doch Verarsche! Ich bin tot. Ah! Oh, tatsächlich. Ich hab ihn umgebracht. Echt jetzt? Ja, ich hab ihn umgebracht. Felice ist tot. Und auch die heiße Schnitte umgebracht. Genickbruch und Platzwunde am Kopf. Weil mir schon wieder was anderes angezeigt wurde beim ersten. Und den anderen habe ich tatsächlich verkackt. Was ist denn, Prinzessin? Ich drücke jetzt einfach die ganze Zeit meinen Analogstick. Damit mir das auch angezeigt wird, was ich drücken muss. Da steht ein Kapitän. Oder was auch immer. Mist. Danke. Der ist nicht weg. Oh Gott. Oh. Halt, Conrad! Oh Gott sei Dank. Schnell weg. Hier ist es nicht sicher. Ach, sag bloß. Pass auf. Jetzt ist alle fein, nur Felice nicht. Felice ist tot. Ich hab das weißt du, und ich sag nur zu dir, wir bringen keinen um. Und wen bring ich um? Ich vergesse mich nur so halb. Aber nur so ein bisschen, ne? Sind wir sicher? Mhm. Alles gut, denke ich. Nur so ein bisschen triggert's mich. Die schöne Phyllis.
Körner. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Ich mag ihn. Ich auch. Sie sind einer weniger. Sie sind einer weniger, ja. Danke. Wie kommen Sie in unser Raum? Gesehen? Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet. Nein, Herbert, davon nein. Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. So einträchtig. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges? Dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Nein. Total. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt im letzten Abschnitt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich hab's irgendwie im Gefühl. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas... Raven ist ja ganz hart, wa? Etwas wirklich Böses am Werk ist. Raven ist ein harter Bursche. Das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Hat ihm schon einer den Link gepostet? Falls er beides sehen möchte? Ich meine, weiß ich nicht. Liegt aus der Steinzeit. Das ist dann sicher okay. Hi, Bro, hau mal den Link rein. Alice war nicht der Einzige, Alice. Weißt du, was du noch nicht getan hast? Also, für Raven. Herum mit seinem Gesicht. Mit weil Mappa streamt auch. Es war so furchtbar. Danke! Vermutlich will dein Unterbewusstsein mir sagen, dass ich dich erdrücke. Oder? Party like! Ich bin halt die Schätze. Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht mir vor sich. Also, was wissen wir sicher? Worin sind wir uns einig? Schön. Danke, mein... Danke, mein Herzblatt. Ja. Wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilft uns. Wir sind total am Arsch. Mann, hat die eine Ausdrucksweise. In einer Entschuldigung. Stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Ich halt. Ach, Mopper trifft hier eine Entscheidung. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Ich fühle mich wie auf einer Fähre über den Fluss Styx. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Es ist möglich, dass es hier in Wahrheit nie Gold gegeben hat. Okay, das erklärt aber noch nichts. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Hab keine Ahnung. Das Schiff fuhr nach San Francisco, aber es kam von einer Wasseraufbereitungsanlage in China. Von dort kam anscheinend auch das Mandschurei-Gold. Die Zeitung war aus dem Jahr 1947. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Es wird echt Zeit für einen Plan, Leute. Einen guten Plan. Von hier können wir einfach zurück zur Duke springen. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ob das noch funktioniert? So eine schlechte Idee. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it?
decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.